So, hallo wieder auf dem aus Aritia, heute wieder auch auf dem Arundal-Kanal. Heute schauen wir uns unser Gefängnis an und mit dabei ist der Brafi, der hier unten Kniebeugen macht. Guten Tag. Immer gut und, trainiert bleiben. Ja, und eigentlich war noch ein... Okay, ich hatte eigentlich damit gerechnet, da würde dort diese Lücke stehen, aber plötzlich schöpft er irgendwie runter. Also, das ist der Nudelholt, unser Ork. Und als musikalische Untermalung dabei, der Lyotiving, der die Musik spendet. Okay. Ja, von Kevin MacLeod, oder wie hast du gesagt? Nee, nein. Doch, ja. Okay, von Kevin MacLeod, Musik. So, dann, ja, wir betreten mal unser Gefängnis. Persönlich halte ich nichts davon, dass wir Waffen mitnehmen, aber okay, das ist in Ordnung. No. Es sind sowieso nicht viele Gefangene da. Ja, haben gerade alle Urlaub. Genau, Strafurlaub. Sind alle in der Stadt, vergnügen sich. No. In einem Badehaus oder in Palmen im Kinderbecken. Genau, oder in der Bank und rauben Gold oder töten Menschen, brechen ein, randalieren. Das ist auch ein Urlaub. Die spaßigen Sachen halt, ne? Ja, also das ist unser Gefängnis. Erbaut wurde das ganze Ding, beziehungsweise entworfen von Cosaviro, unserem Star-Architekten. Auch verantwortlich für unseren Hauptbahnhof, den neuen, und das Theater und manche andere Sachen, wie hier den Wackenbau. Ich glaube, der war auch noch von ihm. Ja. Ja, also von daher ein beeindruckendes Bauwerk. Ja, gehen wir einfach mal los. Wir sind jetzt hier auf dem Hauptplatz. Sollen wir uns erstmal hier außen alles angucken oder so einen Teil angucken oder sollen wir erst nach drinnen gehen? Wie sieht das aus? Was sagt ihr? Wir können erst außen machen, oder? Welche außen? Jo. Mir ist das egal. Dann gehen wir außen. Dann gehen wir einfach mal hier, genau, also es ist der große Hauptplatz. Hier sitzen dann die Gefangenen und wenn das Tor geschlossen ist und dürfen Krafttraining machen und keine Ahnung, sich in Gruppen versammeln und andere Leute ausschließen. Die üblichen Sachen, die man aus Kinofilmen kennt. Ne? Und hier, wir haben natürlich hier keinen Steinbruch, weil Steinbrüche sind irgendwie total out. Und deswegen haben wir hier eine Lehmgrube, wo die Gefangenen Lehm aus dem Felsen klopfen dürfen. Ne? Der Nudelholz präsentiert das da unten auch wunderbar. Also gut. Ja, die Betonung liegt auf dürfen, ja. Mhm. Er baut halt Dreck, groben Dreck ab. Naja, er weiß halt nicht, was Lehm ist. Naja. Lehm ist das Weiße. Ach so, sag das doch. Ja. So, genau. Also hier ist die Freizeitbeschäftigung. Im Grunde genommen sollte man das hier eigentlich präsentieren wie ein Hotel. Na, also unsere Club-Animateure sorgen für ausreichend sportliche Betätigung in unseren Schlammgruben, die für das Spa dann benutzt werden. Das Spa ist aber ausgelagert. Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Genau. Das Ganze wird natürlich hier auch so ein bisschen weiterverarbeitet, schon direkt. Also Töpferei wird großgeschrieben als Baumaterial hier für die Stadt. Brauchen wir einfach den Lehm und da können die Gefangenen dann hier auch etwas Gutes tun für die Gemeinschaft. Sich wieder eingliedern lassen. No. Ach, wie schön. Hier die Seilwinde, damit man die Türen aufkriegt. Genau, hier ist die Andockstelle, wenn mal Gefangene über Wasser transportiert werden. Na, also, keine Ahnung, Piraten, die können, im Grunde genommen ist das wie ein Drive-In. Piraten können hier anlegen, können dann freiwillig sich direkt in Haft begeben und den Winter im Gefängnis verbringen. Da macht es auf dem Meer sowieso keinen Spaß, umzufahren. Ja. Und das ist ja auf jeden Fall sinnig. No. Also so eine gemütliche Unterkunft hier ist doch eigentlich eine ganz gute Sache. Also das nutzen regelmäßig viele und lohnt sich auf jeden Fall. Kann man mal vorbeischauen. Ja, ja. Wie gesagt, vor allem mit Club-Animateuren und so, ne? Und sportlicher Betätigung. Also da würde ich auch eher dann hier rumhängen, anstatt die Winterstürme auszuhalten. Heißt so, eigentlich ein Freizeiterlebniszentrum hier. Könnte man eigentlich so sagen. Wo ist eigentlich Nudelholz? Toll. Wieso? Ja, bitte? Ja. Wo bist du? Bin weg. Oh. Ich hab euch verloren. Einen haben wir schon verloren. Okay. Wir sind auf dem Hauptplatz. Ah, okay. Das, ja. Genau, das Ganze hier ist übrigens aufgebaut, halt, wie man halt schon sieht, ziemlich wie eine Festung. Aber das ist halt eher so eine, ja,
es ist halt wirklich als Gefängnis geplant, sieht man daran. Es gibt halt schon keine richtigen Mauern, sondern halt hier Vergitterung stattdessen. Und überall diese Brücken und Gehwege, ich versuche es mal da drüben in die Kamera zu kriegen, da drüben gehen auch Gehwege entlang. Das heißt, da können dann die Wärter entlang laufen und die Gefangenen überwachen von oben und im Zweifelsfall mal runterspucken oder so, oder die anbrüllen oder einfach aus Jux und Dollerei jemanden mit einem Pfeil in den Hintern schießen oder so. Was man halt so macht, wenn man einen langweiligen Job hat. Ja, ja, also es ist einfach eine grobe Übersicht, eine große Übersicht geboten für die Wärter zum Wohle der Gefangenen. Mhm. Ja, damit denen nichts passiert, damit die nicht der Blitz trifft oder so, können die immer schön schauen. Also im Grunde genommen sind die sowas wie die Bademeister. Sollen wir in genau. die Verwaltung gehen oder gehen wir direkt einfach mal zum Gefangenen? Also direkt in den Restaurantbereich. Ach, wenn wir schon mal da sind, Lounge-Bereich. Oder? Wenn wir schon mal da sind, gut. Wir können ja von der Verwaltung aus, glaube ich, in die Zellen. Hm. Ja. Ja, glaube ich. Okay, ja, also das hier ist so sowas wie der Empfang. Wie kann man sich anmelden, wenn man jemanden besuchen möchte? No. Ja. Außerdem findet die ganz langweilige Buchhaltung statt. Genau, genau. Das hier ist sowas wie ein Wartezimmer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau, also, und hier wird man dann abgeholt und dann darf man seinen Anverwandten oder seinen Bekannten oder seinen Komplizen im Gefängnis besuchen. Je nachdem, was halt eher zutrifft. Ja, ich guck mal. Oh. Ah, ja. Da muss man dann zig Formulare ausfüllen, hochbürokratisch, wie weit man zum Gefangenen denn steht, familiäre Beziehungen, nicht familiäre Beziehungen, Status nicht klar definiert, etc. Und je nachdem da bekommt man dann bestimmte so. Besuchszeiten zugewiesen, ja, kann dann eben Urlaubnehmer besuchen. Ich glaube, wir gehen doch eher über den Hauptplatz irgendwo. Von hier können wir auch in die Zellen gehen. Also dann würden wir sogar einen kleinen Schlanker in die Arbeitslagen, ins Arbeitslager machen. Okay. So. Genau, das hier ist der zweite Hof. Ne? Und hier ist auch wieder harte körperliche Arbeit für die Leute, die sich überlegen, ich möchte doch mehr Muckis aufbauen. Da gibt es nämlich hier eine Mineraliengrotte. Relativ gut für die Haut. Bestimmt auch gut für die Knochen. Nee, also da unten ist ein Bergwerk. Da gehen wir jetzt nicht rein. Da werden halt dann Steine und sowas geklopft. No, sieht man ja hier. Das sind so schöne kleine Steinhäufchen. No, aufgeschichtet. Und wo gehen wir jetzt hin? Der Nudelholz kennt sich hier seltsamerweise gut aus. Nudelholz kennt sich hier seltsamerweise sehr gut aus. Ich glaube, der hat hier irgendwie schon Zeit verbracht. No. Ah, nicht nur einmal. Können wir den einen der Zellen bewundern? Ja, wir können meinen Kollegen einen Besuch abstatten. Ah. Man erkennt sofort, dass die beiden sich kennen. Am Geruch. Scusi. Arsch. Tja, das war eine Beleidigung und ich würde mal sagen, damit ist die Monetarisierung weg. So, okay, dann gehen wir jetzt einfach hoch. Hier werden dann noch mehr Zellen für die etwas gebildeteren. Genau, Person. Die Gefangenen leben hier echt wie Könige in Frankreich. Hier wunderschöne Weichsteinbetten. No, sehr schön mit Bücherregal. Oh. Die Örtlichkeiten sind auch immer gut gereinigt und der. No, ein Spieltisch. Und natürlich die obligatorische Werkbank, denn man fragt sich immer, wie Gefangene sich aus zwei Zahnstochern und einem Stück Zahnseide eine kleine Armbrust machen, um Wärter zu töten. Sie haben natürlich hier eine Werkbank. No. So. Ich glaube, hier oben werden dann auch noch ein paar Zellen. Ja, gut, die Zellen gehen immer weiter hoch, das ist okay. Hier, der Gefängnisarzt ist hier. Also hier haben wir so eine kleine Krankenstation. Mit Freiluftblick. Wer meint Gefängnisarzt? Ja, es gibt einen Gefängnisarzt, klar. Klar. Was? Hinten die Behandlungsbank.
Und da muss, der Nudelholz hat Gläser mit, weil hier werden halt auch Diebe eingesperrt und Diebe, die nehmen alles mit, unter anderem die Fenster. Na, so. Oh ja. Dann, genau, wir können noch höher, dann kommen wir aber aufs Dach. Das Loch, Glas genau, auch hier. Keiner raus, ist nämlich Panzerglas, also... Die Special-Zelle. Das ist halt das Loch. Hier wird man eingeschlossen, das Licht wird ausgemacht und dann darf man im Dunkeln darüber nachdenken, ob der Tag denn für einen persönlich erfolgreich war. No. Und wir sind jetzt eingesperrt. Aber das Licht ist noch da, haha. So, hier sind noch mehr Zellen. Aber wir kommen doch, genau, hier kommen wir doch schon nach oben hin. Hier ist nämlich ein Kran. Und hier kann man wunderbar hier in den Gefängnishof schon reingucken. Und hat eigentlich auch eine tolle Aussicht zu der Stadt, wo man seine Verbrechen begangen hat. Und, oh, ist eigentlich recht nett, ne? Also hinten die westlichen Bauernschaften. Ich sehe hier doch schon recht weit. Ja, das Venedigviertel, unsere Küstenfestung. Ja. Frag mich, ob ich das überleben würde. Wenn du da ganz runterspringst, nein. Glaub mir das einfach mal. Ich habe das Ding mit übertragen. Das glaube ich mal. Das überlebst du nicht. So, ich würde mal sagen, gehen wir in die Speisesäle. No? Ja. Puh, wo kommen wir noch höher? Oh mein Gott. Nein, wir gehen in die Speisesäle. Lalalala. Also es geht noch höher, man kann hier noch mehr gucken. Aber ich glaube, kann man hier sehr viel gucken. Wir müssen ziemlich weit nach unten runter, ne? Ja. Einen Moment, ich muss eben noch was ausbessern. Hier sind auch noch die Belesenen. Da, noch als Gefängniszellen. Schön. Da, wir haben es gefunden. Genau, hier geht es nämlich Richtung Speisesäle, wo die Gefangenen halt lecker essen können. Na, also hier Gemeinschaftsräume. Gemeinschaftlich kann das Abendbuffet eingenommen werden. Na. Und dort, die Kammern, das fand ich eigentlich ganz cool. Der Corsaviro denkt ja immer eigentlich so an alles. Und hier, das sind so Räume, wo die Wärter dann drin sitzen und während dem Essen die Gefangenen begucken und aufpassen, dass die sich nicht gegenseitig dort abstechen oder so. Finde ich eigentlich immer recht cool, dass er so halt diese Details auch mit reingemacht hat in seine Entwürfe. No. Diese Räume sind aber frei zugänglich. Ja, aber die dahinter sind bewaffnet. Es geht ja nur darum, dass die dort nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Tablett an den Kopf geschmissen kriegen oder so. Also müssen die ja schnell da sein können, ja, wenn was passiert. No. Und auch. Hier haben wir wieder so einen kleinen Runterguck, da oben waren wir übrigens eben drauf. Da hinten. So. Wohin gehen wir jetzt? Warte mal, es gibt ja. Wir können ja. Genau, hier geht es nämlich den nächsten Gang runter. Übrigens, das Motto des Gefängnisses steht hier, ne? Deswegen, also hier. Eigentlich flieht hier niemand. Ne? Man ist ja auch im Urlaub. Ja, und außerdem, Gefangene haben eigentlich auch ein Herz. Also besonders die brutalen Messerstecher, die haben eigentlich auch schon ein Herz. Ja, die haben sich von anderen genommen. Ja, also haben die je nachdem sogar zwei oder drei. Ja, je nachdem, wie viel halt ein Kühlschrank hat. Ja. Das hinterfrage ich mal einfach nicht. So, und wo sind wir hier? Ah, hier, nächster Speisesaal. Wobei, ich glaube, das hier war der Speisesaal für die Wärter. Ne? Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Hier sind nämlich auch so diese Beobachtungsdinger. Vielleicht werden die Wärter auch bewacht. Bewacher für die Bewacher. Kann ja auch sein. Ich glaube, das ist einfach nur eine Abtrennung. So. Ja. Das war jetzt eigentlich so ein... War jetzt schon ein netter Einblick. Genau, die Küche ist irgendwie noch ein bisschen zerbombt. Da sollten wir nämlich nicht reingehen. Hat der Nudelholz extra drum gebeten. Und wir sind wieder auf dem Hauptplatz. Hui! Ah, genau. Freiheit. Da unten gibt es die Vorratskammern. Das war die auch noch nicht.
doch toll aussehen. Ja, hier konnten wir mal ein 10er-Blöcke reinmachen, damit das hier ein bisschen netter aussieht. Und vielleicht noch ein bisschen den Fußboden verlegen. Verschönern. Ja, Fliesenleger irgendwie hatte der dann keine Zeit mehr, war Mittagspause. Hm. Und er hat dann gesagt, er kommt zwischen 16 und 17 Uhr und zwischen 6 und 18 Uhr abends wieder und irgendwann zwischen Januar und Februar. Ne? Also 2016 auf 17. So. Ja gut, also ich würde mal sagen, wir gucken uns das ganze Ding nochmal von außen an, oder? Ja. Das sollte ja eigentlich nur so ein kurzer Einblick werden. Wie gesagt, haben steht... Haben wir denn dazu noch die Zeit? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, wie lang eine Aufnahme ist. Ich sollte mir eine Uhr kaufen. Ich habe eine Uhr, aber ich gucke nicht drauf. Ja, aber es ist eigentlich sehr schön gelegen. Direkt an unserer Küste mit... am Fuß hier von unserer magischen Universität. Na, dort drüben die westlichen Bauernschaften, die kleinen. Na, ist eigentlich ganz nett. Na, und halt die berühmten Corsaviro-Turmdächer, die ja wirklich total schön sind. Na, ja. Ja, ich würde mal sagen, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizukommen. Auch hier vielleicht möchte ein Admin mal eine Treasure Chest verstecken, dann kommen die Leute ja suchen, das wäre ja richtig cool. Und dann können sich die Leute hier nämlich unser Gefängnis einfach mal angucken. Es gibt nämlich noch viel, viel mehr Räume, die wir jetzt alle nicht gezeigt haben, weil ansonsten würde gerade bei diesem Gebäude der Rundgang einfach ewig lang werden. Genau. Wir sind jetzt mal hier hochgestiegen, damit man so einen kleinen Überblick kriegt. Da oben steht auch ein Katapult auf dem Dach. Also die ganze Anlage ist immer noch so ein bisschen auch noch militärisch angehaucht. Na, also noch ein bisschen und? Mit der Küstenverteidigung zu tun, ja. Gerade für die großen Romantiker, die können da hinten auf dem Drachenturm hinaufsteigen und einen hervorragenden Blick über den ganzen Gefängniskomplex erhaschen. Mhm. Der Drachenturm ist dort der gotische Turm, der uralte Teil an der alten Königsburg, der immer noch dort steht. Ja. Da würde man dann auch übrigens beim Drachen ankommen. So, wo haben wir eigentlich unser Nudelholz? Da! Ja. So. It's magic. Magic. Dann würde ich einfach mal sagen, beenden wir das Video hier wieder an dieser Stelle. Ich bedanke mich mal wieder beim Prafi, bei dem da. Und bei diesem da, dem Nudelholz. Und unserem Leo, der die Musik gespendet hat. Der jetzt fröhlich auch noch schnell etwas sagen darf. Hallo. Er hat Hallo gesagt. Und dabei verabschieden wir uns. Da sagt man doch auf Wiedersehen. So, und. Das war doch nett. So, und das war der Alpha. Als Moderator und Kameramann. Und ja. Würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.